ich mache heute mal wieder eine Reihenvorstellung für euch. Und zwar soll es heute um die Vermont-Reihe gehen von Sarina Bowen. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Erstes erstmal vorweg, ich weiß, dass die Vermont-Reihe mit diesen drei Teilen nicht abgeschlossen ist. Ich weiß, dass es in Amerika bereits einen vierten Teil zur Vermont-Reihe gibt. Ich weiß nicht, ob der vierte Teil dann der letzte Teil ist. Aber ich habe nichts gefunden, dass der Verlag den vierten Teil irgendwie noch gekauft hat und mit rausbringen wird. Und es gibt noch keine Daten. Ich habe absolut nichts gefunden zum vierten Teil, was ich sehr, sehr schade fand. Falls einer von euch irgendwelche Infos zum vierten Teil hat und ob der auf Deutsch noch übersetzt wird, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Wie gesagt, ich habe leider persönlich nichts dazu gefunden. Deswegen dachte ich, mache ich einfach mal eine kleine, kurze, knackige Reihenvorstellung für die Vermont-Reihe nochmal für euch. Denn ich habe die drei Bücher ja in den letzten Monaten aus mitgelesen und den dritten habe ich jetzt, wie gesagt, diesen Monat mitgelesen. Und ich fand einfach alle drei Teile so unglaublich toll, dass ich dachte, ich stelle sie euch einfach nochmal im Ganzen vor. Und ja, beginnen wir einfach mal mit dem ersten Teil der Vermont-Reihe. Und zwar ist das dieser hier, True North, wo auch immer du bist. In diesem Teil geht es um Griffin und Audrey. Und Audrey und Griffin kennen sich noch vom College. Sie hatten dort mal kurz eine Affäre miteinander quasi. Und Griffin wollte damals schon irgendwie ein bisschen mehr von Audrey, aber sie nicht. Und sie hat ihn halt komplett abblitzen lassen. Und dann haben sie den Kontakt zueinander verloren und sich die letzten Jahre auch nicht gesehen. Nun treffen die beiden wieder aufeinander. Und zwar soll Audrey in Vermont auf den ganzen Farmen günstig Lebensmittel einkaufen. Und Griffin arbeitet ja auf der Shipley Farm, also auf der Farm seiner Familie, und ist dort auch der Manager und der Boss. Und so treffen die beiden jetzt wieder aufeinander und Griffin hat nicht wirklich Bock auf sie, denn er weiß natürlich, was damals im College passiert ist und er weiß, dass sie ein verwöhntes Mädchen ist und er hat überhaupt keinen Bock drauf. Und es ist auch eine ziemlich große Frechheit, was Audrey ihm für Preise nennt für seine Produkte, die sie haben möchte. Und ja, so haben die beiden keinen guten Start miteinander und Griffin möchte Audrey so schnell wie möglich wieder loswerden, was nicht so einfach ist, denn Audreys Auto hatte einen Schaden und ist dann erstmal liegen geblieben. Und ja, so sind die beiden erstmal gezwungen, irgendwie in nächster Zeit noch ein bisschen Zeit miteinander zu verbringen. Und was sich dann bei den beiden alles noch entwickelt, ob Audrey ihre Einkäufe noch erledigen kann und, das ist es, worum es im ersten Teil von True North geht. Und ich muss sagen, dass mir die Story vom ersten Teil nicht so gut gefallen hat, wie die vom zweiten und vom dritten. Also was jetzt die Geschichte von Audrey und Griffin betrifft, ich fand die Geschichte sehr, sehr süß und auch sehr, sehr witzig. Und ich fand auch Griffin toll und ich fand auch Audrey toll. Aber die Geschichte hatte für mich halt jetzt, was die Dramatik betrifft, nicht so... Da hat irgendwie was gefehlt. Also da war einfach der zweite und der dritte Teil, was das betrifft, viel, viel besser. Aber ich habe schon wieder Bauarbeiten vor der Tür. Es tut mir leid, falls ihr hier irgendwelche Baugeräusche hört. Aber ich muss sagen, dass im ersten Teil einfach das Feeling so toll war. Das war einfach, das Setting wurde so toll beschrieben und man hat so ein tolles Gefühl bekommen für diese Farm, wo die leben, dass ich mir einfach nur dachte, ich möchte dort auch wohnen. Ich möchte, dass diese Familie mich adoptiert. Ich möchte ein Teil dieser Familie sein. Die sind alle so toll und so nett und so liebevoll und die gehen auch alle so toll miteinander um. Und es war einfach ein so tolles Gefühl beim Lesen, was ich dadurch hatte, beim ersten Teil, dass ich einfach nur dachte, wow. Wie gesagt, die Handlung im ersten Teil war sehr, sehr gut, aber nicht so gut wie der zweite und der dritte, was das Setting betraf. Unübertroffen hier in diesem Buch. Ich liebe, liebe, liebe das Setting. Was die Charaktere betrifft, hat man hier einen sehr, sehr guten Einblick auf Griffin und die komplette Shipley-Familie bekommen. Man hat die Charaktere im ersten Teil wirklich sehr, sehr gut durchleuchtet. Man hat sie sehr, sehr gut kennengelernt. Sie sind einem sehr gut vorgestellt und nahegebracht worden. Und das hat die Autorin hier ganz, ganz toll gemacht. Was die Charaktere betrifft, kann ich auch absolut nichts meckern. Ich kann bei allen drei Teilen, was die Charaktere betrifft, nichts meckern. Ich finde die einfach alle von vorne bis hinten toll, sympathisch, gut. Die haben alle ihre Probleme, die haben alle ihre Fehler. Und das sind alles einfach nur Menschen, die irgendwie versuchen müssen, mit ihrem Leben und ihren Situationen zurechtzukommen. Und das ist einfach so toll, wie Sarina Bowen das gemacht hat. Und ja, also wie gesagt, Handlung toll, Setting absolut unübertroffen, Charaktere wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig gut und er schreibt sie das auch einfach so wunderschön. Sarina Bowen findet hier einfach so tolle Worte und so tolle Beschreibungen und so tolle Metaphern auch teilweise für Dinge, also das gilt jetzt für die komplette Reihe, ne? Also da schreibt sie das einfach perfekt und der hat mir so gut gefallen, er ist so romantisch einerseits, aber auch witzig und sarkastisch und
ja, es ist einfach ein ganz, ganz toller Schreibstil, den die Autorin hier an den Tag legt. Und auch die Übersetzung ist richtig gut. Ne? Also man kann ja nicht immer nur sagen, dass die Autorin einen tollen Schreibstil hat. Die Übersetzung muss dann natürlich auch passen und das passt hier definitiv. Und ja, True North, wo auch immer du bist, ist ein ganz, ganz tolles Buch und ein guter Auftakt für die Vermont-Reihe. Ich stelle den ersten Teil mal hier hin. Kommen wir mal zum zweiten Teil und der zweite Teil ist, was die Handlung betrifft, für mich der absolute Lieblingsteil. Im zweiten Teil, das ist dieser hier, schon immer nur wir, geht es um Jude. Und wir lernen Jude im ersten Teil schon kennen. Er ist Arbeiter auf der Shipley Farm und man lernt Jude im ersten Teil ein bisschen kennen und denkt sich, okay, was steckt hinter ihm? Was ist da passiert? Was hat er für Hintergründe? Und als man dann im zweiten Teil erfährt, worum es hier eigentlich geht und was bei Jude los ist, hat man einfach, also mir ging es zum Beispiel so, ich hatte so großes Mitgefühl für ihn und seine Situation und was auch Sophie betrifft und es war einfach nur toll. Im zweiten Teil, wie gesagt, geht es um Jude und Jude kehrt nach einigen Jahren, die er im Gefängnis verbracht hat, nach Hause zurück. Und er versucht jetzt sein Leben erstmal auf die Reihe zu bekommen. Er hat, nachdem er aus dem Gefängnis entlassen worden ist, erstmal auf der Shipley Farm gearbeitet, um erstmal irgendwie wieder in die Realität zurückzufinden. Und auf dieser Farm gibt es halt nichts, was ihn aber hätte ablenken können. Er hat dort einfach nur gearbeitet und hat erstmal wieder zu sich selbst gefunden und wieder ein Stück weit zu sich auch zurückgefunden, nachdem er im Gefängnis war. Und ja, jetzt kehrt er nach dem Sommer, nachdem die Saisonarbeit auf dieser Farm beendet ist, nach Hause zurück. Er wohnt direkt im Nachbarort, wo diese Farm halt auch ist, also nicht sehr, sehr weit weg. Und ja, kehrt nach Hause zurück zu seinem Vater und zieht in sein altes Zimmer und muss jetzt halt gucken, dass er irgendwie über den Winter schaut, wie er klarkommt. Er muss sich jetzt wieder ein Leben aufbauen, was ihm halt gar nicht so einfach fällt, denn er hat seine Vergangenheit noch nicht so wirklich hinter sich gelassen und er hat auch immer noch Gefühle für seine Ex-Freundin Sophie und er hängt da auch immer noch an ihr, aber er wünscht sich halt für sie, dass all ihre Träume in Erfüllung gegangen sind. Und umso erstaunter ist Jude, als er Sophie eines Tages in der Kirche trifft und merkt, dass sie nicht, wie sie sich es immer geträumt hat, nach New York gegangen ist, um dort zu studieren, sondern dass sie halt da ist, in ihrem Zuhause, in diesem alten Ort, also in diesem Ort, wo sie beide halt auch aufgewachsen sind. Und ja, er kann das gar nicht verstehen, warum sie es nicht geschafft hat, vorzugehen. Und ja, die beiden treffen dann wieder aufeinander und durch die Vergangenheit der beiden ist das alles gar nicht so einfach. Denn Jude war im Gefängnis, weil er schuld am Tod von Sophies Bruder ist. Und wie gesagt, die Vergangenheit der beiden ist absolut nicht einfach. Und die beiden müssen halt gucken, wie sie mit dieser Situation umgehen. Aber sie treffen halt auch immer wieder aufeinander. Und beide merken sehr, sehr schnell, dass da immer noch etwas ist, was sie verbindet. Und ob Jude und Sophie eine zweite Chance bekommen im Leben und ob sie es schaffen, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Und ich muss sagen, dass die Handlung mit so viel Fingerspitzengefühl und so viel Liebe erzählt wurde, dass man einfach so die ganze Zeit bei Jude war und auch bei Sophie war und ich habe so mit den beiden mitgelitten und die Handlung war einfach so toll und diese Plot-Twists, die hier am Ende kamen und das, was dann am Ende alles noch aufgedeckt wurde, was die Geschichte betraf, das war einfach so unglaublich gut, das war einfach perfekt und dieses Buch war einfach mega, 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 mega. Und Jude und Sophie sind einfach zwei tolle Charaktere, die diese Geschichte einfach gut tragen, die durch ihre eigenen Probleme und Ängste und Gedanken einfach absolut das Ganze glaubwürdig auch rüberbringen und es war einfach so toll zu sehen, wie sich das Ganze hier in diesem Buch entwickelt hat und ja, es war einfach so toll. Wie gesagt, schreibt es immer wieder grandios. Wir haben auch hier wieder die Shipleys mit in diesem Buch, die kommen am Rande nochmal mit drin vor und die Farm und es war einfach wahnsinnig toll. Ich liebe den zweiten Teil, es ist definitiv mein Lieblingsteil von der Reihe und ja, auch diesen kann ich euch einfach nur empfehlen. Tjo, da war wieder mal der Akku leer, wie eigentlich immer, wenn ich drehe, ist irgendwann mal der Akku leer. Ja, ich hatte gerade gesagt, dass der zweite Teil definitiv mein Lieblingsteil von der Reihe ist, einfach weil diese Geschichte so unglaublich gut ist. Diesen Monat habe ich dann den dritten Teil der Vermont-Reihe gelesen, das ist dieser hier, Du bist alles für immer. Und in diesem Teil geht es um den Farmarbeiter Zack und ich habe mich seit dem ersten Teil gefragt, was hinter Zack steht und was er eigentlich für ein Mensch ist und was er alles so erlebt hat und ja, es war ganz, ganz toll zu lesen und es war ganz toll zu erfahren, was Zack für ein Charakter ist und was er für ein Mensch ist und was er halt alles auch so erlebt hat. Zum Inhalt. In diesem Buch geht es um den Farmarbeiter Zack und Zack ist in einer Sekte aufgewachsen und mit 18 Jahren aus dieser Sekte geflohen. Ich werde jetzt zur Sekte hier nichts Genaueres erklären, das könnt ihr dann lesen, wenn ihr das Buch lest, da wird das alles nochmal beleuchtet und
und dann bekommt man auch Eindrücke zu dieser Lebensweise von dieser Sekte und das ist nicht schön. Und ja, Zack ist auf jeden Fall abgehauen und ist dann auf der Apostate Farm gelandet und dort leben auch zwei Flüchtlinge aus dieser Sekte und die haben Zack dann erstmal vorläufig bei sich aufgenommen und haben ihm erstmal alles gezeigt und erklärt und ihm erstmal gezeigt, wie das Leben eigentlich ist. Und da die beiden aber keine große Farm besitzen, haben sie Zack dann quasi an die Shipleys abgegeben und seitdem arbeitet er dort als Farmarbeiter und verdient sich halt sein Lohn und Brot dort. Und die Shipleys haben ihn quasi auch schon in die Familie mit aufgenommen, also er gehört zur Familie da dazu und ist auch ein fester Teil dort. Und ja, Zack lebt halt sein Leben so vor sich hin und er ist eigentlich auch sehr zufrieden mit seinem Leben, aber er hat so ein bisschen Zukunftsängste, denn er fragt sich, was soll nur aus mir werden? Ich kann ja nicht für immer auf dieser Farm bleiben und ja. Das ist so ein bisschen sein Problem und er weiß halt nicht wirklich, was er auch vom Leben möchte. Und dann trifft Zack auf Lark und in dem Moment ändert sich alles. Lark ist die beste Freundin von May Shipley und Lark verbringt jetzt den Sommer auf der Shipley Farm mit zum Arbeiten und zum Helfen. Und ja, aber eigentlich verbringt sie den Sommer dort, um wieder runterzukommen und ein Stück weit zurück zu sich selbst zu finden. Denn Lark war in Guatemala in Auslandseinsatz quasi für so eine gemeinnützige Organisation und ist dort entführt worden. Und sie hat dort natürlich Schreckliches erlebt. Sie ist Gott sei Dank nicht vergewaltigt worden, das kann ich vorab schon sagen, falls es jetzt Leute gibt, die wie ich das sowas schrecklich finden und sowas auch nicht lesen möchten. Das ist Gott sei Dank nicht passiert. Und jetzt ist meine Speicherkarte voll. Verdammt, Moment. Also jetzt dürfte es keine Unterbrechung mehr geben. Der Akku ist voll, die Speicherkarte ist leer. Also ja, machen wir mal weiter. Ich war gerade dabei zu sagen, dass Lark in Guatemala für eine gemeinnützige Organisation ein Jahr lang gearbeitet hat und dort dann entführt worden ist. Und dort Schreckliches erlebt hat. Sie aber Gott sei Dank nicht vergewaltigt wurde. Also das sind so Sachen, so Vergewaltigungsszenen, das mag ich überhaupt nicht in Büchern. Also seit Calendar Girl, dem vierten Band, habe ich da auch irgendwie ein Traumata von getragen, weil das da so schrecklich beschrieben wurde, dass ich sowas absolut nicht mehr lesen möchte. Und ja, also das ist Gott sei Dank nicht passiert, aber sie hat dort Schreckliches erlebt und sie versucht jetzt das Ganze halt irgendwie zu verarbeiten und wieder runterzukommen, zu sich selbst zurückzufinden und ja. Versucht das halt alles auf dieser Farm. Und so verbringen Lark und Zack auch ziemlich viel Zeit miteinander, da sie immer auf die Märkte fahren, um die Sachen nur zu verkaufen. Und die beiden merken sehr, sehr schnell, dass sie einen sehr, sehr guten Draht zueinander haben, dass sie sich mögen und ja, dass da irgendwie auch mehr zwischen den beiden entsteht. Ob die beiden es am Ende zueinander schaffen, trotz ihrer ziemlich beschissenen Vergangenheiten, die die beiden ja nun haben und der Probleme, die sie überwinden müssen, das ist es, worum es im dritten Teil schlussendlich geht. Und ich muss sagen, dass mir der dritte Teil sehr, sehr gut gefallen hat. Wie gesagt, ich mochte ihn nicht so sehr wie den zweiten, fand ihn aber auch immer noch besser wie den ersten. Also er ist da definitiv an zweiter Stelle bei mir. Und ja, ich mochte den zweiten Teil total. Ich fand die Handlung gut. Ich fand Zack als Charakter. Zack war wieder so ein typischer Mann, ne? Ihr wisst, kariertes Hemd, Bart. Da stehe ich einfach drauf und ja, so ein rustikaler Mann halt einfach, ein Mann. Und ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte Zack total von seiner ganzen Art und Weise, von seinem ganzen Charakter her. Und wie er auch Lark versucht hat, immer zu helfen, das fand ich ganz, ganz toll. Und bei Lark dachte ich manchmal so, oh, Mädchen, das kann doch so nichts werden. Also es gab da so zwei, drei Momente im Buch, wo ich sie manchmal gerne geschüttelt hätte. Aber ansonsten fand ich Lark als Charakter eigentlich auch ganz, ganz cool. Und ich fand auch, wie sich das Ganze entwickelt hat in dem Buch, ganz, ganz toll. Ich fand, zum Ende ging es ein bisschen schnell alles. Da ging es ein bisschen Schlag auf Schlag dann. Aber ich mochte die Geschichte, ich mochte die Charaktere, ich mochte das Setting sowieso wieder. Es spielt auf der Shipley-Farm. Und ja, auch der Schreibstil hier war wieder ganz, ganz toll. Und ich fand den dritten Teil von True North wieder richtig gut. Es war ein toller Teil dieser Reihe. Und ich wäre jetzt echt auf den vierten Teil gespannt. Wer von euch die Reihe gelesen hat, wird Zara kennen und weiß, dass Zara ja diese Barkeeperin ist. Und weiß ja, dass sie dieses One-Night-Stand mit diesem einen Unbekannten hatte, mit den kupferfarbenen Haaren. Und der taucht ja hier im dritten Teil wieder auf, dieser Typ. Und das ist sehr, sehr spannend. Und ich würde den vierten Teil jetzt gerne lesen und die Geschichte von Zara lesen. Aber ich weiß halt nicht, ob der vierte Teil übersetzt wird bei uns und ob der Verlag ihn noch rausbringt. Deswegen, falls ihr irgendwas gehört habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ansonsten kann ich nur sagen, dass die Vermont-Reihe eine tolle Liebesgeschichten-mit-Erotik-Reihe ist. Und ich mag sie total. Wie gesagt, ich
finde das Setting toll, ich finde die Charaktere toll, ich mag die Stories, ich mag einfach alles. Diese Reihe ist einfach komplett rund für mich und ich kann sie euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr Bock auf erotische Liebesgeschichten habt, wo wirklich die Handlung im Vordergrund steht und nicht die Erotik, dann schaut euch die Vermont-Reihe von Sarina Bohn auf jeden Fall an. Ich werde Sarina Bohn als Autorin jetzt auch definitiv im Auge behalten. Es kommt nächstes Jahr im Februar oder März, kommt die Ivy Years Reihe raus von ihr. Da gibt es in Amerika auch schon 8 oder 9 Teile von. Und da kommen die ersten Teile jetzt nächstes Jahr von ihr raus. Und da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt drauf. Ich finde der erste Teil klingt einfach so unglaublich gut. Und ja, werdet die Autorin auf jeden Fall im Auge behalten. Und wie gesagt, wenn ihr Bock auf tolle erotische Liebesgeschichten habt, schaut euch die Vermont-Reihe auf jeden Fall an. Ich finde sie ganz, ganz toll und kann sie euch wirklich nur. Das war meine kleine kurze Reihenvorstellung für die Vermont-Reihe. Wenn ihr die Bücher kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.